Man mag es kaum glauben, schon seit 50 Jahren besteht die Fährverbindung zwischen der dänischen Insel Röhm und Sylt. Seit 1979 betreibt die Röhm-Sylt-Linie die Seestrecke und das ist ein Grund, um zu feiern und in alten Erinnerungen zu kramen. Schon in der Vergangenheit nutzten viele Sylt-Urlauber die Fähre zur Anreise und die war und ist wunderschön und entspannend. Am 7. Juli 1963 fuhr das erste Schiff zwischen den Inseln. Schauen wir zurück. Danke an Dirk Jacobsen, der hat uns die tollen alten Filmaufnahmen zur Verfügung gestellt.